Einen erstaunlichen Optimismus hat der Markt heute hingelegt, besonders in Europa und da besonders auch in Deutschland, aber auch in Italien im Übrigen. Plötzlich heute Nachmittag zogen die Märkte erstaunlich an. Wir waren ja nach dem starken Abverkauf immerhin in so einer Konsolidierungsphase. Es gab so eine kleine korrektive Erholung und aus dieser Erholung hätte jetzt eigentlich der nächste Bruch nach Süden, der nächste Impuls Richtung Süden, der nächste bärische Impuls folgen müssen. Passierte dann aber nicht. Der Markt sagte einfach, denkste und brach nach oben aus. Wir schauen uns das Ganze mal an. Willkommen zu dieser Sendung. Im DAX sah das dann so aus, dass wir, wie gesagt, also ja, seit gestern ein bisschen konsolidiert hatten nach dem Abverkauf. Und ja, dann brach der DAX dann plötzlich Richtung 12.000 Punkte aus. Das war völlig gaga, damit konnte man eigentlich so nicht rechnen. Und ja, wir sind dann sogar über die 12.025 wieder gestiegen. Kommt da jetzt wieder leicht zurück, was die Frage stellt, ob das Ganze dann wirklich nachhaltig ist. Es ist insgesamt ein bisschen gaga. Inzwischen ist der Markt, das Bild ist schon ein paar Minuten alt wieder, inzwischen ist der Markt auch wieder unter die 12.025 gefallen. Aber es ist schon eigentlich trotzdem erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass ja heute in den USA noch die Frage ist, ob Trump mit seiner Gesundheitsreform durchkommt oder nicht und es nach wie vor nicht sicher ist, ob er das tatsächlich hinbekommt, dass dann die Märkte plötzlich dermaßen hier hossieren. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ist passiert. Für alle die heute bullig eingestellt waren, war das ziemlich gut. Ich war heute sowieso neutral, weil ich mir gesagt habe, warten wir erstmal, was die Amerikaner machen. Hatten auch viele Märkte heute lange gemacht. Wie gesagt, am Nachmittag dann haben die Marktteilnehmer sich aber dann entschieden, es wird schon irgendwie, werden die sich schon einigen. Es ist natürlich, sage ich mal, eben so eine Sache, ne? Also, dass die Republikaner ihren Präsidenten gleich beim ersten Vorhaben im Regen stehen lassen, das ist für mich, wäre das auch ziemlich ungewöhnlich. Aber wie gesagt, zurzeit weiß man noch nicht so richtig, wie die Republikaner tatsächlich auf die Gesundheitsreform reagieren. Es gibt da erst konservative Gruppierungen, die da noch nicht so richtig bereit sind, ein, ja, im Prinzip trotzdem schon asoziales, eine trotzdem schon asoziale Gesundheitsreform mitzutragen. Die wollen es gerne noch ein bisschen asozialer haben. Wenn 25 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung innerhalb der nächsten 10 Jahre verlieren, dann ist das zwar viel, aber einigen, die eben dann Milliardäre sind, denen ist das noch nicht genug. Die USA muss man nicht immer verstehen und manches ist schon wirklich sehr pervers. Wir schauen mal auf den Euro-Stoxx und da stellen wir fest, dass auch der dann auf der Oberseite irgendwie ausgebrochen ist, allerdings nicht so markant wie der DAX und der ist dann auch wieder zurück in die Range gefallen. Insgesamt kann es also hier durchaus noch auf der Unterseite dann zum Ausbruch kommen und Richtung 3370 gehen. Am Ende wird das alles dann der Ausgang der Abstimmung heute im Repräsentantenhaus bringen. Der Dow Jones auch mit einer überraschend deutlichen Fahrt nach oben, aber hier sehen wir schon, dass es hier einen klaren Umkehrstab geben könnte. Der ist noch nicht bestätigt gewesen, als ich das hier aufgenommen hatte, aber wir sehen hier schon mal, dass es doch plötzlich deutlich wieder Richtung Süden geht und wir dann damit letztendlich auch ja, das Ganze als Fehlausbruch registrieren könnten vielleicht. Das muss man mal abwarten. Also es kann durchaus sein, dass das Ganze hier eine Runde Fake wird. Wir wieder unter die 20.680 fallen und dann doch eher die Unterseite angreifen. Ähnliches im S&P 500. Auch da sind wir genau an die Wolkenkante gekommen bei knapp 2.360 und dann wieder zurück gefallen. Das sieht jetzt also so aus, als ob die Amerikaner hier dann doch erstmal ein bisschen Harakiri gespielt haben und vielleicht den einen oder anderen aus der Short-Seite jetzt Long erstmal wieder abgeräumt haben, die Kleinanleger vor allem, denn die Großanleger dürften ein bisschen, dürften nicht so kurze, so knappe Stops gesetzt haben und ja, es scheint dann nun doch eher wieder Richtung Süden zu gehen, wenn sich die Kerze hier bestätigt, dann wird das am Ende so sein, dass wir
hier einen klaren Umkehrstab dann erlebt haben in diesen amerikanischen Indizes. Und am Ende machen ja dann die europäischen, also auch der DAX, doch auch das, was die Amerikaner machen. Im Euro-US-Dollar war heute ziemlich ruhig. Ein bisschen unter Druck hat er gestanden, ist unter die 1,08 gefallen. Aber die 1,077 hat sich hier als Wolkenunterkante, als guter Support erwiesen bisher. Muss man mal schauen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass der US-Dollar kurzfristig nochmal stärker wird, wenn heute Abend das Votum positiv für Donald Trump ausfällt. Wenn es negativ aus, dürfte das sowieso Land unter bedeuten, sowohl für die Indizes als auch für den US-Dollar. Mittelfristig und langfristig sehe ich ehrlich gesagt eher die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends, den man hier durchaus gut sehen kann. Und dass der Euro dann eben die 1,0825 auch überwinden wird. Es geht dann eben weiter. Wir sehen, dass heißt, auch der Abwärtstrend hier bald Richtung 1,0825 kommt. Zurzeit ist er vielleicht so bei 1,0850 herum. Und ja, danach ist es durchaus drin, dass wir hier die 1,10 wiedersehen. Also ich rechne doch damit, dass im Laufe der nächsten Wochen der Euro über die 1,10 steigen könnte. Denn alles, was jetzt irgendwie von der Fed kommen könnte an Zinserhöhungen und an Reduzierung der Bilanzen und der Bilanzsummen und all solche Dinge, die sind weitestgehend eingepreist. Da wird also nicht mehr allzu viel passieren. Wenn bei der EZB sich das so nach und nach jetzt dann doch ein bisschen herauskristallisiert, dass es vielleicht doch mal irgendwann eine Straffung der Geldpolitik geben könnte. Die EZB hat heute so ihren Monatsbericht rausgebracht und da stand dann drin, dass die Konjunktur in der Eurozone an Fahrt gewinnt. Gleichzeitig gab es auch Berichte von der EZB, von der EZB-Bankenaufsicht und die hat durchaus eingestanden, dass die Zinseinnahmen der Banken ja immerhin rund 50% aller Einnahmen ausmachen und dass die niedrigen Zinsen durchaus ein Problem für die Banken und für deren Geschäftsmodelle sind. Niedrige Zinsen stützen auf der einen Seite die Konjunktur. Und auch die Zahlungsausfälle durch faule Kredite, was nicht zu unterschätzen ist, denn davon haben europäische Banken deutlich mehr in ihrem Portfolio als in anderen Wirtschaftsregionen, kam dann so raus. Aber das Geschäftsmodell der Banken gerät eben zunehmend unter Druck. Klar, wenn die sich über Zinsen finanzieren wollen und es gibt keine mehr, dann ist das Ganze eben schwierig. Schuld für die niedrigen Zinsen ist aber eben ein düsterer Wirtschaftsausblick. Also die Bankenaufsicht erzählt im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was heute die EZB ansonsten so erzählt hat, nämlich dass die Konjunktur in der Eurozone an Fahrt gewinnt. Da steht man nun da und fragt sich, was soll ich denn nun glauben? Nicht wahr? Nochmal schnell zu Trumps Rolle rückwärts, was Gesundheit für alle betrifft. Da gibt es eine Expertise vom Congressional Budget Office. Demzufolge wird Trumps Gesundheitsreform in den nächsten rund 10 Jahren rund 25 Millionen Amerikanern die Krankenversicherung kosten. Also das bedeutet, die haben dann keine mehr. Das ist also ein ziemlich düsteres Bild. Es gibt auch Republikaner, die nicht so ganz asozial und erzkonservativ sind, wie zum Beispiel die industriellen Brüder Koch, die sogar republikanische Abgeordnete mit Geld schmieren wollten, damit sie gegen Trumps Gesundheitsreform stimmen, weil die nicht schlimm genug ist. Das ist also für mich total Gaga. Aber naja, jeder muss wissen, eben meiner Ansicht nach ist das Bestechung und dort wird Politik, werden Stimmen gekauft. Das hat für mich mit Demokratie ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr zu tun, was da abläuft. Ja, es gibt aber auch Republikaner, die sind sozusagen dann der linke Flügel der Republikaner. Denen ist das eben gar nicht recht, dass 25 Millionen Amerikaner gleich mal die Krankenversicherung verlieren sollen. Die erwarten also auch Nachbesserungen und sind dann eher so auf der Seite der Demokraten. Insgesamt ist es so, dass die Republikaner 4 Stimmen über den Demokraten sind im Repräsentantenhaus. Also man kann sich wohl 2 Abweicher leisten, mehr eben nicht.
Sonst wird es eben eng und ja, das wird also eine spannende Sache. Wie das Ganze heute Abend ausgeht, weiß man nicht. Also gestern gab es insgesamt wohl 25 Abweichler, also ziemlich viele. Deswegen ist der Markt bis jetzt davon ausgegangen, dass Trump seine Mehrheit nicht zusammenbekommen kann. Es hat dann eben viele Konsultationen gegeben unter den Republikanern und inzwischen sollen wohl einige dann doch umgeschwenkt sein. Man muss also ganz einfach mal abwarten, was da am Ende rauskommt. So ganz übersichtlich ist die Lage da nicht. Gab auch heute noch ein paar Daten, die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. In Neuseeland gab es die Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand. Keine Veränderung und wie wir dann gleich sehen werden, hat das auch den Kiwi fast überhaupt nicht bewegt. Auch sowas kann also bei Zinsentscheidungen durchaus passieren. Dann gab es das GfK-Konsumklima aus Deutschland, 9,8 Punkte. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber ist eben schlechter als im Vormonat. Und die Begründung dafür war dann die höhere Inflation, die die Kauflaune dämpft. Das kann man durchaus nachvollziehen. Arbeitslosenquote in Polen leicht gesunken. Und der die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien richtig gut. Und ach, ich vergesse nachmittags immer gerne dann nochmal die Zahlen hinzuschreiben, weil ich das andere schon vorher vorbereitet habe. Auf alle Fälle waren die Neubauverkäufe mit knapp 600.000 richtig, richtig gut in den USA. Wir beginnen mal mit dem Kiwi. Und da sehen wir, der Kiwi tanzt die ganze Zeit auf meinem Widerstand, den ich hier mal eingezeichnet hatte, herum. Und um die Wolke herum auch. 0,7050, manchmal fragt man sich ja dann, habe ich die Linie hier richtig eingezeichnet, aber eigentlich schon, die Wolke steht auch da, passt schon irgendwie, nur der Kiwi kann sich nicht entscheiden, ob er nun drüber oder drunter will zurzeit. Muss man ganz einfach mal schauen, auf der Oberseite dann 0,7150, auf der Unterseite 0,6970, mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen, wir können nur noch sagen, dass auch Euro, Neuseeland, Dollar zurzeit eher seitwärts unterwegs ist. Hier sind die Marken unten 1,52 und oben 1,5450, ist alles nicht so spannend und da habe ich mich dann richtig gefreut, dass es wenigstens beim australischen Dollar, Neuseeland, Dollar was zu vermelden gibt, nämlich den Bruch der 1,0860 und damit könnte das Ganze jetzt hier sich durchaus bärisch fortsetzen. Schauen wir uns das im 4-Stunden-Chart an, dann haben wir eine schöne Wolkenkante bei 1,0765. Das wäre doch mal ein lohnenswertes Ziel. Was nicht ganz so schön ist, ist, dass der Blautenkan, der orangefarbene Kijun schon wieder zur Seite abgeknickt sind. Aber solange das Paar nicht wieder über die 1,0860 kommt, könnte es also hier durchaus weitere Verluste geben. Unter der 1,0765 wird es dann natürlich, sag ich mal, noch wesentlich interessanter werden, weil dann könnte es ja durchaus bis zum Tief vom Ende Februar kommen, bis zur 1,0615. Das wäre dann schon eine schöne Bewegung. Euro-polnischer Zloty, das Zloty hat weiter zugelegt, hatte sicherlich weniger mit der Arbeitslosenquote zu tun, sondern als vielmehr mit dem allgemeinen Trend, den wir hier haben. Wir sind hier im ganz klaren Abwärtstrend. Die 4,2555 hat bis jetzt gehalten, aber ob die ewig hält, das muss man mal abwarten. Das sieht schon alles ziemlich bullig weiterhin aus. Wir sind hier klar in einem Abwärtstrendkanal und das nächste Ziel wäre dann das Tief vom April 2016 bei 4,2270 herum. Dann hatten wir heute Kebel, hatte ich eigentlich vermutet, wird weiter ausbrechen, weil wie gesagt Zinserhöhung bei der Bank of England steht an und Cable ist dann doch ein bisschen sehr billig. Viele gehen davon aus, dass Cable nochmal einen Schub nach Süden bekommt, wenn es große Schwierigkeiten gibt und die Pläne von Theresa May, also Großbritannien doch so einigermaßen zumindest wirtschaftlich an die EU binden zu können. Wenn das Ganze scheitert, dann könnte natürlich das Pfund nochmal einen ordentlichen Schub nach Süden bekommen. Zurzeit sehe ich das Pfund aber doch dann eher stabiler und hier sind wir jetzt auch ganz klein am Aufwärtstrendkanal, wie wir hier sehen und deswegen bleibt das nächste Ziel auf alle Fälle 1,2570 und vielleicht ist sogar die 1,27 drin, auch wenn wir hier im 4-Stunden-Chart sagen müssen, dass der Ichimoku mit seinem Tenkan und Kijun zurzeit eher seitwärts zeigt. Also die ganz große Dynamik kommt jetzt hier gerade nicht auf. Schauen wir einfach mal. Aber so schlecht sieht das Ganze nicht aus. Wir sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig überkauft. Also theoretisch ist das schon möglich. Und ja, ich sag mal, solange jetzt der US-Dollar nicht wieder deutlich stärker wird, dann hat also Cable durchaus hier Erholungspotenzial. Wann könnte der US-Dollar stärker werden? Natürlich, wenn heute Abend die Abstimmung funktioniert, wenn Donald Trump sozusagen gewinnt.
Das ist also nicht ausgeschlossen. Ich halte es sogar fast für wahrscheinlicher, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Republikaner ihrem Präsidenten gleich bei der ersten Abstimmung ein Bein stellen wollen. Das wäre ein ganz schlechter Start in die Präsidentschaft. Und das könnte dann auch den Republikanern bei den nächsten Wahlen in 1,5 Jahren werden ja wieder Sitze im Repräsentantenhaus beispielsweise gewählt. Das könnte denen dann richtig auf die Füße fallen. Das kann eigentlich auch niemand wollen. Von der Warte aus. Das könnte also dann durchaus nochmal den Dollar stärken, aber übergeordnet sehe ich genauso wie beim Euro eben auch das britische Pfund eher auf der Bullenseite. Erstmal Euro, britisches Pfund. Da ist das britische Pfund auf jeden Fall auch erstmal auf der Bullenseite, weil, wie gesagt, Zinserhöhung, die wird wohl eher kommen in Großbritannien, als sie in der Eurozone kommen wird. Die 0,85, 90 haben wir demzufolge schon fast erreicht. Und das übergeordnete Ziel ist ja die 0,85. Das sieht erst einmal gar nicht so schlecht aus. Was gab es heute ansonsten noch so? Ich habe einfach mal geguckt, was es so an großen Veränderungen heute gegeben hat. Palladium hat heute deutlich zugelegt, 1,8%. Ist über die 800 mal geschossen. Später wieder ein bisschen zurückgekommen, aber das sieht schon ziemlich bullig aus. Auch im Wochenchart, den wir hier haben. Nächstes Ziel könnte die 833 sein. Und man kann hier auch einen sehr schönen Aufwärtstrendkanal aufbauen, also selbst wenn es hier mal eine Korrektur geben würde, technischer Natur, die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals ist noch ziemlich weit weg, also von der Warte aus, da hat das Palladium viel Platz, das sieht bullig aus. Im US-Dollar-brasilianischen Real hat es heute auch mal eine Umkehr gegeben, wir haben also einen Boden offenbar gefunden, dann doch bei 3,0480, heute ging es dann über die 3,13 drüber. Mal schauen, ob wir jetzt auf der Oberseite angreifen können bei knapp 3,20. Schauen wir den 4-Stunden-Chart, dann sehen wir, im 4-Stunden-Chart sind wir noch in der Wolke. Auch der blaue Tenkan hat den Kijun noch nicht erreicht, also bullig ist das sicherlich noch nicht. Aber es könnte jetzt hier nochmal den Test geben. Der 3,1940 kämen wir da drüber. 3,1940, 3,1950 herum. Dann könnte das durchaus weiteres Potenzial auf der Bullenseite geben. Dann könnte es hier wirklich eine echte Umkehr geben. Dann haben wir hier noch den italienischen Aktienindex, den Milano Italiana Borsa Index, also den MIB. Und ja, der hat heute deutlich zugelegt, 1,07%. Damit ist er noch deutlicher gestiegen als der DAX. Das sieht doch schon mal ziemlich klasse aus. Wir sind also wieder fast an der 20.000. 200 und damit zumindest mal am Jahreshoch, ja, 20.390 herum dürfte ein Widerstand sein. Da könnte man nämlich ein Gap von Anfang 2016 schließen. Gehen wir da drüber, ging es dann weiter bis 21.655. Noch fehlt mir ein bisschen der Glaube. Wie gesagt, es kommt darauf an, was Donald Trump heute Abend erlebt. Wird das Repräsentantenhaus Ja sagen? Dann könnte es erstmal weiter Richtung Norden gehen. Im Übrigen ist damit die Show noch nicht zu Ende, denn auch der Senat muss noch zustimmen und der ist noch ein bisschen kritischer als die Repräsentanten, die Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus. US-Dollar, südafrikanischer Rand hat heute wieder fast 1% verloren. Da bleibt es also bei einem sehr bärischen Szenario. Auch hier könnte man einen Abwärtstrendkanal sehr schön einzeichnen. Habe ich jetzt gerade mal nicht gemacht. Wir sind also heute unter die 12,51 80 gefallen und damit ist das nächste Ziel im Prinzip ausgelöst. 11,7135 könnte das heißen. Dann haben wir Rohöl. Rohöl, es gibt immer mal so eine kleine Erholung und dann geht es aber sofort wieder runter. Die 47, 10, 47, die hält immer noch, aber ein Bruch und dann fortlaufende Ziele Richtung 42 bleiben hier durchaus ein Thema. Und dann haben wir noch den australischen Dollar, japanischen Yen, auch fast 0,8% heute verloren. Das Paar hat in dieser Woche die 85,85 verloren und seitdem geht es eben rapide bergab. Der Aussie zurzeit steht doch ziemlich unter Druck. Insgesamt hat sie vielleicht auch mit Rohstoffpreisen zu tun. Bei Palladium haben wir ja vorhin gerade gesehen, da sieht es gar nicht mal so dramatisch aus. Ich gucke jetzt gerade, das habe ich heute zwar nicht als Chart vorgestellt, aber so mal schnell parallel. Eigentlich Kupfer hat heute auch zugelegt. Naja, ist einfach so. Australischer Dollar, japanischer Yen. Wir sehen nächstes Ziel 83,65.
Und der Aussie hat auch gegenüber dem US-Dollar dann heute wieder deutlich eingebüßt, 0,7625. Da hatten wir mal einen Hoch Anfang März. Das ist jetzt wieder die Unterstützung, wo wir drauf aufgesetzt haben und ein Bruch ist durchaus drin. Dann könnte es sogar richtig wieder zum März-Tief auch wieder zurückgehen auf die 74,90. Sieht zurzeit also nicht so schön aus. US-Dollar, japanischer Yen hat leicht verloren heute, aber auch hier sieht man letztendlich, sichere Häfen bleiben gefragt bei der ganzen Unsicherheit, die so zurzeit am Markt herrscht. Wir sind knapp unter der 111 wieder, also das Ziel 110 bleibt intakt und ja, wenn ich das hier sehe im Yen, dann wird für mich noch unbegreiflicher, warum heute eigentlich die Aktienindizes plötzlich so gestiegen sind. So richtig logisch erscheint mir das nicht. Gold stabilisiert sich über der 1243. Mal schauen, ob wir über die 1250 nachhaltig drüber kommen. Aber auch hier ist jetzt nicht unbedingt zu sehen, dass die Märkte deutlich aus den sicheren Häfen heraus gehen und von der Warte aus, wie gesagt, also meiner Ansicht nach macht der Gewinn an den Aktienmärkten heute nicht so einen ganz großen Sinn. Also ob das nachhaltig ist, das werden wir noch beobachten müssen. Wie gesagt, wenn heute Abend alles gut geht für Donald Trump, dann ist es nachträglich sicherlich doch noch okay. Dann werden auch sicherlich die sicheren Häfen ein wenig federn lassen. Das ist die Aktie hier von der Commerzbank, die hat ja 2016 Gewinnrückgang verkraften müssen, 2017 und 2018 werden im Zeichen des Umbaus stehen, der dann insgesamt noch bis 2020 laufen soll, dann soll die Commerzbank neu geordnet sein. Die Kosten sollen allerdings stabil gehalten werden, allerdings erwartet man auf der anderen Seite niedrige Erträge und will dann trotzdem einen weiteren Gewinnrückgang in diesem Jahr vermeiden. Das fanden dann die Anleger schon mal gar nicht so schlecht. Die Commerzbank-Aktie hat heute 1,3% gewonnen und hält sich zurzeit eigentlich, wenn man das Ganze hier sieht, ganz gut. Eine wichtige Unterstützung dürfte jetzt so um 7 Euro liegen. Mal schauen, ob das insgesamt recht positive Bild jetzt hier im Daily Chart die nächsten Tage und Wochen anhalten kann. Ford hat sein Gewinnziel für das erste Quartal bekannt gegeben, 30 bis 35 Cent je Aktie. Da waren die Analysten tief enttäuscht, die hatten nämlich 47 Cent erwartet und damit natürlich waren auch die Anleger enttäuscht. Gründe für den mauen Gewinn sind höhere Kosten, geringere Verkaufszahlen, ungünstige Wechselkurse. Ja, und auch Trumps angekündigte Einfuhrzölle werden negativ bewertet. Positiv bewertet man allerdings auch was von Donald Trump, nämlich die Unternehmenssteuersenkung, wenn sie denn kommt. Und das ist ja dann schon mal die nächste Frage, ob die denn kommt. Ja, Ford in den letzten Tagen schon deutlich unter Druck gewesen. Heute ging es dann nochmal 0,85% nach Süden. Wir nähern uns langsam der 11-Dollar-Marke. Da hatten wir im November letzten Jahres schon mal ein Tief. Das sieht zurzeit hier doch ziemlich bullig aus. Und ob wir hier schon den Boden gefunden haben, das ist heute noch schwer zu sagen. Schauen wir ganz einfach mal. Schöne Nachricht für all jene, die ab und zu mal in der EU in Länder überweisen müssen, die den Euro noch nicht haben. Da sind ja die Überweisungsgebühren meistens ziemlich teuer. Das will man harmonisieren. Da sollen die Überweisungskosten in Zukunft deutlich sinken. Da ist die EU dran. Das ist doch eine schöne Nachricht noch zum Schluss, oder? Und damit können wir schnell mal auf den morgigen Tag schauen. Ja, die Einkaufsmanager-Indizes stehen morgen im Programm. Vorher noch das BIP aus Frankreich, dann noch eine Zinsentscheidung aus Russland. Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA, sicherlich der wichtigste Termin aus US-Sicht. Zumindest die Einkaufsmanager-Indizes kommen vom Institut Market, das ist immer nur die zweite Reihe. Die Einkaufsmanager-Indizes, jeweils die vorläufige Lesart, also die Vorabveröffentlichung. Trotzdem, die geben wichtige Trends parat, da werden die Marktteilnehmer morgen auf alle Fälle schauen. Wobei sie natürlich morgen auch erstmal auswerten müssen, was nun ja mit der Gesundheitsreform in den USA passiert. Schauen wir also ganz einfach mal, was wir dann morgen erleben können. Ja, das war's dann für heute. Ob es nur in den Indizes eher nach oben oder eher nach unten geht und was der Euro morgen macht und was weiß ich, das überlasse ich heute gerne den Wahrsagern. Also einfach mal bei Astro TV anrufen oder zum Jahrmarkt gehen, vielleicht wissen die es. Ich kann nur sagen, wenn der Herr Trump
gewinnt, dann dürfte es neue Jahreshochs im DAX morgen auf alle Fälle geben und die Indizes, vielleicht in den US-Indizes sogar neue All-Time-Highs. Und auch der Dollar könnte dadurch erstmal profitieren, wobei das meiner Ansicht nach nur vorübergehend stattfinden könnte. Ja, und wenn er scheitert, dann ist morgen an den Aktienmärkten definitiv Land unter. Das ist die Gemengelage. Ich für meinen Teil bin aus allen Anlagen in dieser Richtung rausgegangen und warte ganz einfach mal ab, was der morgige Tag bringt. Ich kann ganz gut damit leben, das Gap nicht mitzuerleben, weil das kann ja auch in die falsche Richtung gehen und das wäre dann teuer. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und bis morgen.